Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animation Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich, jetzt hier aus Gilde Nummer 1. Rumble! It's Rumble Time! Ja, es ist mal wieder ein Rumble am Start. Und wir kämpfen, ein Match hat begonnen. Wir kämpfen gegen Tiny Rick. Auf, los geht's los. Momentan haben wir die Führung noch. Keine Ahnung, ob wir die bis zum Ende des Matches halten können. Das kann ich euch so jetzt aktuell leider nicht sagen. Aber wir werden es auf jeden Fall versuchen. So, bam, 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 bam. Jetzt habe ich natürlich diverse Möglichkeiten anzufangen, da mir die Lila allerdings mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keinen First Hit bescheren kann, werde ich jetzt hier einen Tequila Roger spielen. Eine Combo, die ich sehr gerne spiele. So, und der Tequila Roger kriegt hier den dann auch gleich down. I'm going down. So, und hier geht's weiter. 37. Gegen Yuri Boyka gewonnen. So, 89. Dann haben wir hier, so, das erste Match ist geschafft. Auf geht's. Leute, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Noch 9. Muss mal ganz kurz die Tür hinter mir zumachen. Tür zumachen. Tür zumachen. Tür zumachen. So. Schauen wir mal. Tür zu machen. Dann fangen wir an mit einem Eugene Belcher. Damit eröffnen wir jetzt das Match mit Eugene Belcher. Und dann habe ich hier einen Diorama Gene. Oder sollte ich lieber... Ich könnte natürlich auch den Two-Butt Goat spielen. Der ist ziemlich übel. Und der Two-Butt Goat ist für mich meiner Meinung nach momentan die bessere Wahl gegen den Bender, da ich jetzt nicht weiß, was da noch hinterher gespielt wird. Und egal, was da jetzt gekommen wäre, Two-Butt Goat hätte die Karte down bekommen. Hundertprozentig mit 23 Gas am Anfang. Also, jetzt haben wir hier allerdings ein klitzekleines Problem. Und jetzt haben wir kein Problem mehr, weil jetzt hat nämlich hier Two-Butt Goat sogar das Match gewonnen. Der hat da vorne immer schön den Platz freigeräumt auf Slot Nummer 1 und hat es dann geschafft, dass wir das Ding gewinnen können. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Yippie. Gegen Tiny Rick. Come on, baby. Come on over. Come on over, baby. Come on over. Come on over, baby. Ja, was hätten wir jetzt hier zur Auswahl? Wir fangen dann erstmal mit Peter an. Wilder, Peter, mir einfach die besten Optionen hier bietet. Beat it, beat it, beat it, beat it. Ja, der Peter bietet mir die besten Optionen, die besten Optionen. So, sorry für den kleinen Ausraster. Manchmal tickt mein Hirn auch nicht mehr so, wie es eigentlich besser funktionieren sollte. Uah. Also, dann hatten wir hier keine gute Entscheidung aktuell. Es ist nicht gut. Ich sag's euch, das ist überhaupt nicht gut, was hier gerade passiert. Aber ich kann ja was dagegen tun. Ich kann jetzt hier nochmal den Baum erstmal spielen, der wieder ein bisschen hoch heilt. Oh mein Gott. Ich muss da diese Präsentation loswerden. Die Präsentation ist echt übel. Das gefällt mir gar... Alter. Wie viel Schaden macht denn... Oh mein Gott, nochmal. Wie soll ich denn das jetzt hier schaffen? Na gut, wir machen jetzt den Eugene Belcher erstmal. Ah, der
Das ist mein Tod, das ist mein Tod. Das wird das Ende dieses Matches sein gegen Wolverine. Oh mein Gott, nein. Ich habe ein Match verloren gegen Wolverine. Damn, man. God damn, Wolverine. Muss ich hier gegen die X-Men antreten oder was? Was ist denn hier los? Kann doch wohl nicht wahr sein. So, also, dann geht's weiter. Noch 7 Matches haben wir am Stissel. Die Bad Teen. Achso, muss ja auf dem anderen. Sorry. ja. Hier nebenbei nehme ich noch einen. So, also, dann haben wir den Principal Peter K-Pop. Mr. Deliver Roger. Oh mein Gott. 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 Was mache ich denn jetzt? Peter, wir fangen jetzt erstmal mit Peter an und gucken erstmal, was passiert. Ich denke, das ist immer eine ganz gute Wahl. Erstmal schauen, was passiert. Hier hätten wir jetzt zumindest mal 34 Schaden gleich am Anfang. 34. Dann komme ich mit der Tina. Too Butt Goat. Das ist die Butt Toucher Tina. Butt Toucher Tina am Start. Ja, Mann. Sehr, sehr nice. 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 Sehr, 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 sehr. Komm schon auf, Baby. Gib mir. Gib's mir. Gib's mir. So, dann haben wir hier das arcturianische Kung-Fu. Und damit haben wir auch schon dieses Match gewonnen. Yabadabadu. Scooby-Dooby-Doo, where are you? Shimmy! Shimmy, 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 Shimmy. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Jimmy, oh yes, Jimmy. Oh, oh yes, Jimmy, Jimmy. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Eugene Belcher. Fangen wir mit dem Eugene Belcher an. Das gibt's doch alles gar nicht hier. It's not Rocket. The Gagaball. Wenn nichts anderes geht, dann spiel eben den Gagaball. So, die Furzschule für Hochbegabte. Das arcturianische. Ich hasse es. Chicken Fight. Chicken Fight muss das sein. Jetzt hier eine Chicken Fight am Start. Baller die endlich mal weg. Scheiß Chicken Fight, ey. Ich meine, ich liebe die Karte, wenn sie auf meiner Seite ist. Oder nicht auf deiner Seite, Kollege. Geht nicht. Kannst du nicht bringen hier. So, das Match habe ich gewonnen. Feierabend. Schluss mit lustig. Ende Gelände. So, gegen Kenneth. Jawohl. Jawohl. So, gegen Tiny Rick. So, das Ding, das scheinen wir echt. Scheinen wir echt gewonnen zu haben. Ne? Also da müsste ich. Ich bin mir nicht sicher. Also da müsste da jetzt noch von deren Seite einiges kommen. Dass die das nochmal rumreißen können. Aber haben wir alles schon erlebt. Haben wir alles schon erlebt, Leute. Also so ist es nicht. Ne? So ist es nicht. Kennen wir alles. Ja. So, weiter geht's. Peter. Das ist echt anstrengend gerade. Ich komme jetzt mit dem Roger. So, und Roger wird mir jetzt den Weg freiräumen. So, mit Mr. Deliver. Ich liebe Mr. Deliver. Jetzt kommt noch die Snot Rocket Chicken Fight. Jetzt ist er auf meiner Seite. Jetzt liebe ich die Karte. What? What the hell? Fahrtskuh, Louise! Aber ich habe hier den Roger ja noch. Der Roger, der wird mir da schon jetzt helfen.
Und da kommt sie, die schlimme Tina. Gegen Blaze Storm. Jawohl. Bad Tina am Start. I love the Bad Tina. Und jetzt momentan mit dem Addicted BGE ist das sowieso ein Mörder, 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 Mörder Monster. Mega nice. Hammer. So, weiter geht's. Noch vier Stück. Dubi-dubi-du. Du-dubi-dubi, dubi-dubi-du. Ich fange an mit einem Hippe-Hoppe-Bobby. Ne, ich fange erstmal an mit Bob. Dann gucken wir erstmal, was kommt. Die will ich nicht da haben. Die will ich wirklich beim besten Willen, will ich die da nicht auf dem Feld haben. Die mag ich nicht. Nein, die kommt jetzt gleich weg. Weg. Ah! Nein! Ja, du erlebt. Heidelbeerpflücker. Da. Da ist ein Heidelbeerpflücker. Den habe ich zurück in Busch geschickt hier. In Busch. Denn dein Heidelbeerpflücker, da kann er ein bisschen Heidelbeeren pflücken. Im Busch. So. Ja. K-Pop Peter. Natürlich noch ein Krönchen drauf, ne? Hast du wahrscheinlich bei mir im Video gesehen. Ne? Ich habe gesagt, den sollst du nicht holen. Ich habe gesagt, den kann man holen, muss man aber nicht holen. Den Heidelbeerpflücker. Muss doch richtig zuhören. So. Also. Alles nur Spaß, Leute. Wisst ihr ja. Also. Weiter geht's. Schnucki-Ducki-Ducki. Schnucki-Ducki. So, dann haben wir Daily Paul 200. Ey, dein Name bringt mich total durcheinander. Ehrlich wahr. Dein Name irritiert mich. Da komme ich nicht mit klar. So. Der Roger dreht ab. Der soll jetzt erstmal ein bisschen hochheilen helfen. Das ist das Wichtigste überhaupt. Also. Hochheilen helfen. Ach, komm. Ich setze die einfach nebendran. Und jetzt krippeln wir mal hier alles Mögliche runter. Komm, Leute. So, jetzt macht er mal hier gar keinen Schaden mehr. Naja, jetzt macht er doch wieder ein bisschen Schaden. Ach, das Ding ist egal, was ich jetzt setze. Das ist wurscht, ist gewonnen. Gegen Daley Paul 291 Gold. Yeah, man. Jagidi, jagidi, jag. Baum, baum, baum. Gegen Tiny Rick. Mit glatt 4000 Punkten jetzt in Führung. Gehen wir mal davon aus, die machen von mir aus 800 im Schnitt. Brauchen die jetzt bereits 5 Accounts noch? Das ist nicht viel. 5 Accounts sind tatsächlich nicht viel. Das ist keine solide Führung. Aber bei uns kommen ja auch noch Leute mit rein. Insofern alles gut, alles gechillt, alles easy. So, Anubis Rex. Und dann Mr. Deliver ballert hier voll rein. Ja, Mann. Power Target Patriot Ale. Anubis Rex von Tiny Rick. Ricky, Ricky, Ricky. Ah, ja. Da ist der andere Video. Wird's mir hier oben eingeblendet? What? Okay. Hey, was haben das sofort und gleich da schon wieder gemacht? Übrigens, egal ob ihr jetzt Fortnite-Spieler seid oder nicht, ihr müsst euch unbedingt, unbedingt dieses Fortnite-Streamers Lieben unserer Heidi angucken. Ich fand das so geil. Ich habe hab das ja aufgenommen, wie die drauf reagieren. Also die Deutschen, und es ist der Hammer, die Deutschen Fortnite, oder generell die Deutschen, sind da ein bisschen, was Heidi anbelangt, so ein klein wenig aggro. So ein bisschen Aggro drauf. Die mögen Heidi nicht. Obwohl Heidi von uns ist. Heidi kommt von uns. Die kommt von der Alm, Leute. Die mögen Heidi einfach nicht. Ja. Und, aber international ist Heidi mega beliebt, so wie es aussieht.
Und müsst ihr euch mal reinziehen, vor allem mega geil, wenn dann, kennt ihr das, wenn Amis versuchen, Deutsch zu sprechen, das ist so cool. Es ist so cool und macht so einen Spaß. Ich liebe deutsches Bier. Das ist gleich einer der ersten Kommentare gewesen, ja. Heidi, Heidi, Heidi. Ja, also das müsst ihr euch wirklich mal geben. Egal, ob ihr Fortnite spielt oder nicht, ob euch das interessiert. Aber das ist echt cool. Ja. Wie der Vergleich jetzt, wie Deutsche drauf reagieren beispielsweise und wie Heidi und unser Almöhi von mir aus, ja, wie international beliebt das ist. Ja? Wir denken so, oh, was ein Scheiß, ey, guck mal, mit so einem Mist hier. Und international lieben die uns dafür. So. Sorry, das muss jetzt einfach nochmal sein. Kage Musha hier auf Platz 1 bei denen. Stärkste. So, dann 39 von denen haben wir gekämpft. Jetzt gehen wir mal bei uns rein. Gottlieb! Gottlieb! Cuddly, wieder mit einer glatten 1000, unglaublich. Cuddly Warhawk, Hammer, Mann. Jetzt macht er, kaum ist hier dieser Fighter BGE weg, ne? Und dann haut er wieder die Tausender raus. Unfassbar. Congrats, man. Addicted BGE is gone and you finish every match with 1000. Unbelievable, man, unbelievable. Junkhead 995, Dietronic 994, Chris 993, Bounty 976, Abdam 976, Nutty Nathan 955, Dennis 953, 952, Der Pate 955, Ansgar 941, Jay Style 914, Gecko Moria 914, Kings 911, Spider 898, Eat Fresh Food 894, The King 894, Ricky. Nein, ich muss wieder anders vorlesen, sorry. Ricky. Spanish 883, Jesse 872 Crow, Restored Swore, Strommi, Krankus, Teklis, Tularis, Robert, Henny, Jojo, Tomek, Topdas, Brownie, Big Big, Michael, Mimo, Manuel, K, Apokalyptika, er gleich, Ulrike, Thomas, Cookie, Barney, Gamer, Guy, Olli, Z und Grumelli. Damit haben wir jetzt aktuell schon 43 Leute, über eine Stunde geht's noch. Ich hoffe, wir werden das Ding gewinnen, Leute. Rockt das weiter, zieht es durch. Ich freue mich riesig. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da, macht mal einen Daumen nach oben für uns. Kommentiert, was das Zeug hält. Ich freue mich über jeden Kommentar von euch. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und läutet die Glocke. Teilt auch mal die Videos, ja, damit wir ein bisschen mehr Bekanntheit bekommen und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Animation Throwdown mit mir, dem gleich. Macht's gut, bis dann und tschüss.